Heute gibt es bei mir köstliche und vor allem gesunde Snacks für zwischendurch, zum Beispiel für die Schuljausenbox oder auch für die Arbeit einfach mal dazwischendurch, wenn man was zum Snacken braucht. Kleine Granola-Cups mit Pudding und frischen Früchten, Pizzastangen und lauter Köstlichkeiten. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Rezept der Woche im Petermax-Schauraum. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Petermax, Ihrem Spezialisten für maßgefertigte Möbel in österreichischer Tischlerqualität. Ich starte jetzt erstmal mit dem Pizzateig, damit er mal vor sich hin arbeiten kann, während ich dann schon die anderen Köstlichkeiten zubereite. Dafür verwende ich Mehl, Wasser, ein bisschen Olivenöl und Salz. Mehr brauchen wir dafür auch gar nicht. Und der Teig ist schon mal ganz gut, der bleibt da jetzt einfach ein bisschen stehen und arbeitet dann mal so ein bisschen vor sich hin. Und währenddessen geht's weiter mit den Granola-Cups. Auf die freue ich mich schon ganz toll, weil es ist so eine nette Möglichkeit und auch ganz beliebt bei den Kids. Dafür verwende ich einfach Haferflocken. Dann kommt ein bisschen ein Nussmus dazu. Ein bisschen Vanillezucker gebe ich auch dazu für den Geschmack. Und ich finde generell Honig und Haferflocken, das gibt so eine Karamellnote, so eine angenehme. Ich mag das total gerne. Und ein bisschen Ahornsirup gebe ich auch noch dazu. So, das schaut schon ganz gut aus von der Konsistenz. Ich gebe jetzt auch noch ein bisschen Zimt dazu. Eine feine Brise. Dann schnappe ich mir einfach mein Muffinblech. Einfach ein bisschen ausfetten. Einen Pinsel, damit das nicht kleben bleibt da drin. Und da kommen jetzt einfach so löffelweise die Haferflocken hinein. Einfach so an den Rand drücken. So, mit nassen Händen kann man das jetzt noch ein bisschen besser machen. Ihr müsst nur schauen, dass da unten quasi der Boden gut bedeckt ist. Einfach in den Ofen bei 160 Grad Umluft, circa 5 bis 10 Minuten. Man muss immer so ein bisschen ein Auge drauf haben, dass es nicht so dunkel wird. Aber genau, knusprig darf es ruhig werden. Perfekt. Und weil wir schon bei Granola sind, zum Frühstück esse ich total gerne selbstgemachtes Müsli. Und deswegen zeige ich euch jetzt mein Geheimrezept. Dafür brauchen wir wiederum Haferflocken. Und wir können da auch gleich die Schüssel weiterverwenden. Aber es wird ein bisschen anders werden, weil ich habe es auch immer ganz gerne, wenn so ein bisschen so eine Schoko- oder Kakaonote dabei ist. Ich finde, das schmeckt einfach ganz toll. Hier verwende ich jetzt generell nur Ahornsirup. Kommt da auch so dazu. Und so von der Konsistenz ist es so ein bisschen ähnlich wie eben die vorige Granolamasse. Also es soll so ein bisschen schön glänzen. Natürlich nicht flüssig sein, aber es soll schon so ein bisschen kompakt auch, also ein bisschen kompakt sein. Und ich gebe auch immer ganz gerne so Kokoschips dazu, so Kokosflocken quasi. Jetzt greife ich noch zum Zimt. Und das Ganze kommt einfach auf ein Blech. Ich lockere das dann immer gerne noch so ein bisschen auf. So, und auch das kommt jetzt in den Ofen. Und ich würde sagen, jetzt machen wir weiter mit den köstlichen Pizzastangen, weil auf die freue ich mich auch schon ganz, ganz doll. Also wenn der Teig dann noch so ein bisschen klebt, so wie jetzt gerade, dann gebe ich einfach noch so ein bisschen Mehl dazu. Und dann geht es eh auch schon ans Kneten. Dann kann man das eigentlich auch schon auswalken. Also man sieht richtig die Konsistenz, ist richtig schön. Bin sehr zufrieden. So, ich versuche jetzt ein Rechteck zu machen. Jetzt wird das Ganze bestrichen mit Tomatenmark. Am besten wieder so eine kleine Winkelpalette schnappen. Und jetzt kommen wir zum Belag. Frischer Oregano. Jetzt kommt Mais dazu. Käse. Ich nehme einfach am allerliebsten geriebene Mozzarella. Und jetzt wird das schön geschnitten in so Streifen. So, dann klappen wir das zusammen, dass quasi die Fülle innen ist. Und dann wird es noch eingedreht. Das mache ich dann ganz gerne am Blech. So schaut das dann aus. Ich meine, das sieht doch schon richtig köstlich aus, oder? So, ich muss wieder einen Blick machen. Ich glaube nämlich, dass das schon ist. Raus damit. Wir brauchen eh den Platz für die Pizzastange. Boah, das duftet. Wie das duftet. Das ist auch irgendwie so dieses Zimt, dieser Zimtgeruch, das liebe ich. Und hier schaut eigentlich auch schon ganz gut aus. Ja, super. Schön crunchy, aber ja, nicht zu dunkel. Eigentlich perfekt. So soll es sein. Weiter mit den Pizzastangen. Wieder schön in der Mitte zusammenklappen. Und dann schön eindrehen. Es ist ein bisschen eine Patzerei, deswegen mache ich das gerne am Blech direkt selber. Wenn der Käse dann schmilzt, dann erübrigt sich das eh wieder. Dann hält das schön zusammen. Jetzt kommt noch ein bisschen Käse oben drauf.
Einfach, weil ich nie genug von Käse habe. Perfekt. So, das kommt jetzt auch ins Rohr. Brauchen circa auch so um die 15 Minuten herum. Und währenddessen geht's weiter mit dem Pudding, der dann in unsere köstlichen Granola-Cups hineinkommt. Da habe ich mir hier schon Hafermilch hergestellt. Ich süße das Ganze auch wieder mit Honig. Dann kann sich der Honig hier schon langsam auflösen. Und dann habe ich hier einfach Vanillepuddingpulver. Ich gebe noch ein bisschen was von der Hafermilch darüber. Da können wir es schon mal schön anrühren, damit es danach auch keine Klumpen gibt. Ein bisschen Vanillezucker noch dazu. So, und ich habe mir auch noch gedacht, wenn man in so ein Granola, also in das Frühstücksmüsli da, auch so ein bisschen Früchte so reinbringen möchte oder so ein bisschen eine andere Note noch dazu, dann gebe ich mir da immer ganz gern noch so gefriergetrocknete Früchte dazu. Wie zum Beispiel Himbeeren. Pudding ist fertig, Granola-Cups sind fertig. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch schnell den köstlichen Bären-Smoothie. Zum Smoothie kommt jetzt auch noch ein bisschen Zitronensaft dazu, damit wir auch ein bisschen eine Säure dabei haben. So. Und ich gebe auch immer ganz gerne eine Banane dazu. Dann vermixen wir das mal und dann kommt auch noch so ein bisschen Wasser dazu. Oh, die Farbe ist doch urschön. Bärensmoothie, das Beste einfach. Sieht das nicht köstlich aus? Ich meine, was muss ich noch dazu sagen? Ich würde sagen, wir warten jetzt noch kurz auf die Pizzastangen und wir sehen uns dann gleich beim Anrichten wieder. Die Pizzastangen sind auch schon fertig und die holen wir jetzt gemeinsam raus. Mmh. Wie das duftet. Sehr, sehr köstlich. Eine richtig schöne Farbe haben sie auch bekommen. Knuspriger Käse. Und jetzt geht's zu unseren kleinen süßen Granola Cups. Der Pudding ist schon ein bisschen abgekühlt. Und die werden jetzt einfach gefüllt mit einem Löffel Pudding. Und ich dekoriere das Ganze dann immer auch ganz gern mit so ganz frischen Früchten. Also mit Erdbeeren oder Birne oder je nachdem, also Banane, Heidelbeeren, alles Mögliche. Ah, ich habe noch so kleine Blümchen mitgebracht. Die kann man auch noch draufsetzen. Das gibt dem Ganzen auch noch so ein bisschen Farbe. Also, jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, was ich sagen soll. Das sind so gute Köstlichkeiten, so für zwischendurch nette Snacks für die Lunchbox oder fürs Frühstück. Einfach ganz, ganz feine Sachen. Wir haben hier diese köstlichen Pizzastangen mit Mais und Tomatenmark und frischen Oregano. Ganz, ganz köstlich. Dann dieses selbstgemachte Müsli mit Kokos und ein bisschen gefriergetrockneten Himbeeren. Auch eine ganz, ganz feine Sache. Die köstlichen Granola Cups mit frischen Früchten und Vanillepudding in der Mitte und der Berry Smoothie da mit ganz vielen Vitaminen. Richtig gut. Perfekt zum Nachmachen. Also ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Lasst es euch schmecken und genießt es. Und ich stibitze mir da jetzt ein bisschen Müsli, weil es schmeckt einfach so unfassbar gut. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Petermax, Ihrem Spezialisten für maßgefertigte Möbel in österreichischer Tischlerqualität.